Zweiter Teil, wie schon befürchtet, wie ich vorhin schon gesagt habe, wird sich hier mit dem Flugzeugabsturz in Laumesheim beschäftigen. Es sind ja hier in der Gegend sehr viele Flugzeuge runtergekommen, aber dieses spezielle Flugzeug habe ich ja vorhin schon einmal angesprochen in meiner Einführung. Jetzt geht es also los. Hier aber noch einmal das Plakat für die heutige Veranstaltung. Die Rheinpfalz hatte dann auch vor einigen Tagen berichtet über den heutigen Vortrag am Samstag. Tut mir leid, dass niemand von der Rheinpfalz da ist, aber ich denke, es war in diesem Artikel ja auch schon so ziemlich alles erwähnt. Und von daher ein ganz großes Dankeschön an den Frank Geller, ein sehr guter Freund von mir, im Lauf der Bergung und des Projektes in Laumesheim auch mittlerweile ein sehr guter Freund geworden. Und von daher ein Dankeschön auch an die Rheinpfalz für die Berichterstattung. So, dann würde ich sagen, Rainer, wir fangen an. Auch wieder auf dem Titel Gefallen und Vermisst, auf der Suche nach verschollenen Flugzeugen und gefallenen und vermissten Flugzeugführern, wie es im Fall Laumesheim der Fall ist oder war. Das Einstiegsbild, Sie sehen hier ein Modell der Lancaster brennend über dem Ort Laumesheim. Das ist also eine Fotomontage und ist also sehr, sehr beeindruckend. So ungefähr hat sich der damalige Absturz oder müsste er sich zugetragen haben. Das Ganze, wie gesagt, haben wir einen 1:1 Zeitzeugen, den Herrn Peter Menges, den haben wir ja da. Heute Ludwigshafen, früher Laumesheim, als Jugendlicher hat er das Ganze beobachtet. Hier sehen Sie englische Piloten, die sich hier auf ihren Einsatz vorbereiten, ja, praktisch um nach Deutschland zu fliegen, um ihre Bomben abzuwerfen. Sie sehen also, wie die ausgerüstet waren, die Flugzeuge in großer Höhe geflogen. Dort war es sehr kalt, die Flugzeuge hatten keine Heizung an Bord. Deswegen mussten sie also hier gefütterte Anzüge tragen, teilweise sogar mit Strom beheizt. Wie so die heutigen Fußbodenheizungen, so muss man sich also auch die Uniformen vorstellen. Und wenn man sich überlegt, was sie alles an Gewicht getragen haben und in diesem engen Rumpf dieses Flugzeuges sich mehr oder weniger auch bewegen mussten, dann waren die mehr oder weniger bildlich gesehen eingeschlossen in dem Flugzeug wie Ölsardinen in einer Büchse. Hier werden sie also ausgeladen vor ihrem Flugzeug, bevor ein kurzes Briefing erfolgt, praktisch eine Besprechung. Danach steigen die Besatzungsmitglieder in ihre Flugzeuge. Vorher wurden diese Flugzeuge mit Bomben beladen. Es wurde also genau festgelegt, welches Flugzeug welche Bombenladung nach Deutschland tragen soll. Und hier sind Stabbrandbomben, die also hier in Kästen auch unter dem Flugzeug angebracht waren. Diese Stabbrandbomben, das waren ganz, ganz gefährliche Dinge gewesen. Am Anfang des Krieges waren so sechseckige Thermitbomben, die auch in der Mitte mit Phosphor gefüllt waren. An beiden Enden mit einem Eisenknopf oder einem Stahlknopf versehen, um praktisch bei dem Herabfall Hausdächer zu durchschlagen. Wenn sie dann auf dem Dachboden angekommen waren, sind sie zerbrochen, dann ist das Phosphor ausgelaufen und hat dann praktisch die Häuser in Brand gesetzt. Und jeder, der Phosphor kennt, weiß, dass Phosphor also sehr intensiv brennt, sehr heiß brennt und auch sehr schwer zu löschen ist. Man hat dann festgestellt, dass man diesen Phosphor löschen kann, indem man Sand darüber macht, ihm den Sauerstoff entzieht. Deswegen gab es also in den meisten Gebäuden dann auch Sandeimer auf dem Speicher, wo man diese Bomben löschen konnte. Im Verlauf des Krieges haben die Engländer das natürlich spitz bekommen und haben Sprengkörper in diese Stabbrandbomben angebracht. Das heißt also, diese Brandbomben sind ja nicht nur auseinandergebrochen, sondern sie sind auch explodiert. Und dadurch wurde der Phosphor überall hin verspritzt und dann war es natürlich fast unmöglich, dann das Ganze mittels Sand auch zu löschen. Und dadurch kam es natürlich auch zu diesen verheerenden Bränden, wo also ganze Städte in Schutt und Asche gelegt wurden, nicht nur durch Brandbomben. Das ist ein Lancaster-Bomber, identisch mit dem Bomber, der also hier in Laumesheim abgestürzt ist, kurz vor dem Start in England. Ich habe also auch ein Modell eines Lancaster-Bombers hier mitgebracht und auch der Rainer Diehl hat einige Original-Trümmerteile von dem Flugzeug in Laumesheim von der damaligen Bergung mit dabei, in den beiden Vitrinen auf der gegenüberliegenden Seite. Können sich also mal anschauen, was von so einem Flugzeug noch übrig geblieben ist, nachdem es 70 Jahre in der Erde gelegen hat an Trümmerteilen.
So ungefähr muss man sich die Abstürzstelle eines Bombenflugzeuges vorstellen. Das sind Vergleichsaufnahmen, die gemacht wurden bei Ludwigshafen auf einem Acker. Man sieht also, die Maschine ist aufgeschlagen auf dem Acker, in Millionen von Teile zerrissen worden. Und wenn hier ein Besatzungsmitglied drin war oder die gesamte Crew, dann ist es dieser Besatzung genauso ergangen. Ich hatte einen der letzten Vorträge, den ich gehalten habe, dann hieß es auch immer wieder, die Piloten, es waren Schwarze an Bord und die waren so groß wie Puppen gewesen, verbrannt, die haben wir noch mit eigenen Augen gesehen. Also hier das erste war Schwarze, also Neger waren nicht eingesetzt als Piloten. Diese schwarze Farbe kam von dem Brand, wo also die Personen verbrannt sind, und dass die dann geschrumpft sind, ist praktisch der Grund, dass der menschliche Körper ja zu einer hohen Prozentzahl, glaube ich 80%, aus Wasser besteht, Flüssigkeit, und durch diesen Brand wird natürlich diese Flüssigkeit verdampft und dadurch schrumpft natürlich dann auch der Körper zusammen, und das, wie gesagt, ist dann diese die Aussagen von Zeitzeugen, die dann eben gesagt haben, das waren nur noch wie Puppen so groß, die Piloten, die wir gesehen haben. Hier werden dann auch Trümmerteile abtransportiert, genauso wird es auch in Laumersheim gewesen sein. Niemand war dabei. Peter Menges als unmittelbarer Zeitzeuge hatte erzählt, als er tags darauf an die Absturzstelle kam, waren die Trümmer alle oberirdisch weggeräumt und die Stelle war mehr oder weniger auch schon verschlossen gewesen. Man hat ihm dann auch erzählt als Jugendlicher, dass nichts mehr da wäre. Es wurde alles weggeholt von der deutschen Wehrmacht, von Soldaten. Aber er selbst hat nie aufgegeben. Er war immer der Meinung, so schnell kann man kein Flugzeug entsorgen, so schnell kann man praktisch nichts aus der Erde rausholen. Und er war immer der Meinung, da muss noch etwas drinstecken. Er wurde von vielen ausgelacht. Man hat gesagt, nee, das stimmt nicht, du täuschst dich. Und es war ihm eine sehr, sehr große Herzensangelegenheit, dieses Schicksal aufzuklären der Besatzung. Er hat jahrelang recherchiert, bis er dann auch eines Tages mit mir Kontakt aufgenommen hat. Und ja, ich habe ihm Glauben geschenkt, wir haben zusammen nachgeforscht und wir sind dann praktisch zu einem ganz anderen Ergebnis gekommen. Ich möchte Ihnen hier ganz kurz die Abstürzstelle auf dem Acker in Laumersheim präsentieren. Hier oben, das ist natürlich jetzt gerade in dieser Welle drin, das ist eine Luftaufnahme von Laumersheim bzw. von dem untere Teil Laumersheim, der ist jetzt außerhalb von dem Leintuch. Ich habe die Abstürzstelle hier markiert mittels eines Pfeiles, hier ein kleiner heller Punkt auf diesem Acker. Dort ist die Maschine damals abgestürzt. Sie hinterlässt dann natürlich, wie gesagt, eine Veränderung des Erdreiches. Man sieht dann also nicht diese dunklen Flächen, sondern aufgeworfene Erde, die dann wieder zugemacht wurde. Hier noch einmal eine Vergrößerung von Laumersheim und man sieht also sehr schön, dass dieser Einschlag nicht kreisrund ist. Für uns ein Indiz, dass diese Maschine nicht senkrecht in die Erde rein ist, sondern dass sie eben schräg in die Erde rein ist. Wie genau, das haben wir dann später herausgefunden mit unseren Nachforschungen. So, das Ganze haben wir dann projiziert auf eine Karte von heute über Google Maps und haben dann eben festgestellt, dass sich diese Absturzstelle dort oben befinden muss, wo der Pfeil ist. Darunter befanden sich Apfelplantagen, dort waren Apfelbäume. Ja. Hier noch einmal die Flugrichtung der Lancaster ED427, das war die Kennung des Flugzeuges, die praktisch schräg dann kam und hier in diesem Ackerstück, in dem Teil mehr oder weniger eingeschlagen ist. Sehr viele Teile wurden dann weit verstreut in der Umgebung und dort oben drüber in diesem Feld standen also auch einige Bäume, Apfelbäume. Und hier gibt es also auch eine verbriefte Geschichte, und zwar eine Einwohnerin von Laumersheim, die ist, glaube ich, mit ihrer Mutter dort gewesen an der Stelle und dachte, dass in einem Apfelbaum sich dort ein Nest eines Vogels befindet. Und man hat nachgeschaut und es war ein Stück blutiger Kopfhaut mit Haaren von einem der Besatzungsmitglieder. Also wirklich, diese Frau hat einen Schreck bekommen fürs Leben und zum ersten Mal dann auch praktisch in Kontakt gekommen mit dem Tod. Man hat dann, wie gesagt, diese Absturzstelle beschlossen und es ist mehr oder weniger Gras über die Sache gewachsen, beziehungsweise man hat den Acker weiter bestellt. Peter Menges hat dann weiter recherchiert in England und hat herausgefunden,
dass es sich bei diesem Flugzeug nur um diese Maschine vom Typ AFO Lancaster ED-427 handeln konnte. Und hier waren alle 7 Besatzungsmitglieder, die Namen stehen hier, als MIA gekennzeichnet, das heißt Missing in Action, in Deutsch heißt das als vermisst gemeldet. Es gibt aber im Laufe der Nachforschung von Peter Menges auch einige Hinweise aus englischen Archiven, wonach damals an der Absturzstelle 2 Körper gefunden wurden von der Besatzung. Man wusste aber nicht, wer es war, und man hat diese beiden Toten als Unbekannte auf dem Soldatenfriedhof im Grund am Tegernsee beerdigt. Bedeutet, dass 2 gefunden wurden, dass also immer noch 5 der Besatzungsmitglieder vermisst waren. Man hat von Seiten der britischen Regierung den Angehörigen mitgeteilt, dass dieses Flugzeug ED-427 über der Nordsee vermisst ist, dass also keinerlei Möglichkeit mehr besteht, dass dieses Flugzeug gefunden wird, dass man auch die vermissten Toten bergen kann. Obwohl den britischen Streitkräften anhand von Unterlagen so bewusst war, dass diese Maschine bei Laumersheim am sogenannten Auergraben abgestürzt ist, hat man die Angehörigen jahrzehntelang in den Glauben gelassen, dass dieses Flugzeug über der Nordsee verschollen ist. Das Flugzeug selbst sehen wir hier, eine Lancaster, ein 4-motoriger Bomber. Ich habe also hier einige Daten des Flugzeuges. Sie sehen eine Spannweite von 31 Metern. Das ist natürlich ein riesengroßes Flugzeug. Die Länge 21 Meter, wenn man sich das überlegt. Ne, das ist also das ist so lang wie 2 Häuser, wenn man die nebeneinander stellt. Mit einem Gewicht von 30.000 Kilogramm und einer Bombenzulage von 5.000 Kilo. Wenn man sich überlegt, diese Bomben fallen dann mit einem Bomberverband auf eine Stadt. Das ist eine riesige Zerstörung, die dort angerichtet wird. Die Besatzung betrug 7 Mann. Und bewaffnet war das Flugzeug mit 8 Maschinengewehren, wobei dann jeweils 2 im Bug- und im Rumpfrückenturm und 4 Stück sich im Heckturm befanden. Hier ist das Bild eines Flugzeuges. Hier sehen Sie also sehr schön vorne die Kanzel, ganz vorne diese Kugel mit den 2 Maschinengewehren, dann oben diese Kugel auf dem Rumpf der Maschine, wo also auch ein Mann drin saß, der sich dann praktisch mit seinen Maschinengewehren auch gewehrt hat, und am Ende auch noch einmal diese Glaskuppel, wo also auch ein Mann drin saß. Und ganz vorne, wo diese Scheibe ist, unterhalb von dem Rumpf, dort saß praktisch der Bombenschütze drin, beziehungsweise derjenige, der den Befehl gegeben hat, wir sind über dem Ziel, wir können die Bomben abladen. Und dieses Flugzeug, das in Laumersheim abgestürzt ist, hatte den Auftrag, in der Tschechoslowakei Bomben abzuwerfen, in Pilsen, die Stadt Pilsen, weil dort eine große Rüstungsindustrie gewesen war während des Krieges. Aber dieser Einsatz in der Nacht vom 16. auf den 17. April 1943 war ein militärischer Fehlschlag der Engländer gewesen. Man hat also nicht die Skoda-Werke in der Tschechoslowakei in Pilsen bombardiert, sondern man hat ein Heim für behinderte Menschen bombardiert, die bei diesem Angriff allesamt ums Leben gekommen sind. Und wie gesagt, es war ein missglückter Angriff, der also wahrscheinlich auch aufgrund von fehlenden Navigationen und auch Funkbefehlen erfolgt ist. Aber es wurde später schön geredet, und von daher, das war Krieg. So, hier sieht man noch einmal sehr schön die kleinen Mannequins, die hier stehen. Der eine vorne, der andere an dem großen Reifen. Welche Dimensionen dieses Flugzeug hatte, die 4 Motoren, die Rolls-Royce-Motoren, Merlin-Reihenmotoren und Fahrgestell hier unten. Am Modell sieht man das also auch sehr schön noch einmal. Vorne die Kanzel, wo der Pilot, der Co-Pilot drin gesessen haben. Hier noch einmal das Cockpit. Der Pilot schaut sich gerade um. Sie sehen also diese Instrumente. Wenn man heute eine Maschine von Boeing 747 oder sonst irgendwas zum Vergleich nimmt, da war das hier noch die Steinzeit gewesen, auch von der Elektronik her. Hier ist der Bereich, wo der Funker gesessen hat mit seinen Funkgeräten, der die Befehle entgegengenommen hat. Man konnte dann vorgehen praktisch hier zu dem Navigator und auch zum Piloten und zum Co-Piloten in die Kanzel. Mach einfach weiter, Rainer. Das hier sind die einzelnen Besatzungsmitglieder auf ihren Positionen. Rechts der Funker, der praktisch die Befehle entgegennimmt. Wie weit, wie hoch haben wir zu fliegen? Wie weit ist das Ziel noch? Und wie weit nach dem Einsatz
ist der Weg nach Hause, reicht der Treibstoff überhaupt noch aus. Hier ist der Sitz des Bombenschützen, der also vorne in der Nase gesessen hat, der rausgeschaut hat und den Befehl zum Bombenabwurf gegeben hat. Und Sie sehen überall die Technik, die hier ringsherum ist. Das hier ist im Cockpit-Bereich noch einmal, beziehungsweise nicht das Cockpit, das ist das Heck, die beiden Maschinengewehre, die, wo Sie sehr schön sehen. Das hier ist ein Teil des Turmes vom Rumpf, wo also auch ein Besatzungsmitglied gesessen hat, um sich während eines Angriffes verteidigen zu können. So, die Besatzung der Lancaster ED-427 bestand aus 7 Mann, das haben wir schon gesehen. Flight Officer Alexander Bone war der Pilot der Maschine. Sein Name stand also jahrzehntelang auch auf dem sogenannten Runnymede Memorial in England, wo also die Namen aller vermissten britischen Piloten des Zweiten Weltkrieges vermerkt sind, unter anderem auch, wie gesagt, von Alex Bone und seiner Besatzung. Hier ein koloriertes Foto von ihm, das wir von seinem Bruder, von dem Alf Bone, bekommen haben. Diese Geschichte war ja auch mehrfach verfilmt worden im SWR als Dokumentation. Und Sie haben sicherlich, der eine oder andere von Ihnen, noch diese bewegenden Worte von Alf Bone auf dem Bett, wo er sich praktisch für die Arbeit bedankt, die wir von der Arbeitsgruppe Vermisstenforschung gemacht haben. Wo er ja praktisch, das waren noch seine letzten Worte, wenige Tage später ist er verstorben, in der Gewissheit, wir haben seinen Bruder gefunden und er wird also dann auch mit ihm zusammen dann auch seine letzte Ruhestätte finden, beziehungsweise Alexander Bone mit seiner Besatzung auf dem Soldatenfriedhof in Gmund am Tegernsee. Mitglied der Besatzung war hier der Sergeant Foster, auch ein ganz junger Mann. Sie sehen also die Leute, die waren nicht älter wie 20, 22, 23 Jahre alt. Der Pilot, der Alexander Bone, war etwas älter. Das ist der Sergeant Yellen. Sein Gesicht ein bisschen abgeschnitten jetzt durch das Leintuch. Aber auch, wie gesagt, alles junge Kerle. Er war der MG-Schütze gewesen des Flugzeuges. So, dann machen wir mal weiter. Hier ist Sergeant Rooney auf der rechten Seite, auch ein junger Kerl gewesen. Dann der Sergeant White. Auch hier hatten wir dann Kontakt zur Familie aufgenommen und die meisten dieser Bilder sind also persönliche Bilder, die uns von Angehörigen der Besatzungsmitglieder zur Verfügung gestellt werden. Hier Sergeant Cope, ein Bild zusammen mit seiner Mutter noch aus Jugendtagen. Wenige Jahre später, als er älter war, hat er sich dann also auch zur Luftwaffe gemeldet im Zweiten Weltkrieg und ist dort umgekommen. Das war der einzige Kanadier im Flugzeug, der Sergeant Watt. Die britischen Bomberbesatzungen sind also in gemischten Besatzungen geflogen. Die meisten waren dann Angehörigen der Commonwealth-Staaten. Das sind also hier die Australier, die Neuseeländer, die Engländer und auch die Kanadier. Es gab noch einige Südafrikaner dabei, also alles die Personen, wo also die zum englischen Königreich gehört haben, die waren eingesetzt. So, Peter Menges hat dann also hartnäckig weiter recherchiert und hat hier aus englischen und kanadischen Archiven, hat er sich Unterlagen zusammengesucht, dann auch teilweise dann, wo wir zusammen tätig waren. Und hier hat er auch festgestellt oder einige Unterlagen bekommen, hier steht also mit dem Pfeil markiert, die Besatzung mit No Known Graves, auf Deutsch übersetzt keine bekannten Gräber. Das heißt also, niemand wusste offiziell, wo die Toten liegen, dass sie also vermisst sind. Hier ist auch, man sieht aber auch auf dem nächsten, wo Germany steht, nochmal eins zurück, bitte rein. Man sieht also hier zum Beispiel auch stehen, damals schon von den Kanadiern im Jahr 1949, wurde dokumentiert, crashed at Dirmstein, also abgestürzt bei Dirmstein. Und das waren also schon konkrete Hinweise auf den Absturz. Nur man hat das Ganze eben, wie gesagt, nicht an die Angehörigen weitergeleitet. So, das nächste Dokument, das dann aufgetaucht war, war dann auch ein Brief über die Nachforschungen der Engländer nach dem Krieg, über den Verbleib der Besatzungsmitglieder. Auch hier ist mehrfach der Name Dirmstein wird erwähnt. Auch, dass britische Kräfte hier waren in Dirmstein. Man hat aber die Abstürzstelle nicht finden können, weil die ja mittlerweile beseitigt war. Und von daher hat man dann geschrieben, okay, es wird also sich hier keine Besatzungsmitglieder im Erdreich befinden, beziehungsweise auf dem Friedhof.
Auch hier steht auch nochmal das Untersuchungsergebnis, war eben, man spricht von 4 unbekannten englischen Soldaten. Peter Menges hatte damals kurz nach dem Absturz die Mitteilung bekommen von den Deutschen, dass die Überreste der Besatzung geborgen wurde aus dem Flugzeugwrack. Und man hat sie auf einen Friedhof nach Mannheim gebracht. Dort war ein Sammelfriedhof für britische gefallene Piloten. Und nach dem Krieg kam es dann zu einer Umbettung, also diese Toten sollten umgebettet werden. Und bei dieser Umbettung, es sind also hier auch einige Dokumente mit dabei, wurde festgestellt, dass sich in diesen Gräbern bzw. in diesen Särgen, die also die Toten von Laumesheim beinhalten sollten, dass dort niemand drin war. Man hat also Steine reingelegt, man hat auch Flugzeugteile reingelegt und hat dann den Angehörigen eben dann gesagt, okay, bzw. nichts davon erzählt. Und damit war natürlich das Schicksal dieser Besatzungsmitglieder immer noch ungeklärt. Aber immer wieder geht es weiter. Hier ein Brief an die Mutter von Rooney, wo also auch drinsteht, dass das Flugzeug abgestürzt ist bei Dierenstein. Aber man hat gesagt, man hat keine Unterlagen gefunden über Beerdigungen. Das heißt also, man hat die Angehörigen mehr oder weniger in Ungewissenheit gelassen. Und man hat es auch nicht für notwendig erachtet, hier in Dierenstein noch einmal oder beziehungsweise in Laumesheim eine Grabung durchzuführen. Es ist natürlich so, weil hier öfters der Name Dierenstein auftaucht, in Dierenstein sind noch weitere Flugzeuge abgestürzt, englische Flugzeuge, dass man hier wahrscheinlich von Seiten der Engländer das Ganze ein bisschen durcheinander geschmissen hat. Man hat nicht korrekt recherchiert und dadurch kann es natürlich auch zu diesen Unstimmigkeiten gekommen sein. Hier ist ein Foto, das zum ersten Mal gezeigt wird. Das sind die beiden Grabsteine bzw. Gräber der beiden Unbekannten von Laumesheim, die Körper, die damals geborgen wurden. Da steht also ein Airman of the 39-45 War, also ohne Namen. Das sind also, wie gesagt, die beiden Unbekannten. Als dann der Peter Menges sich mit mir in Verbindung gesetzt hat, habe ich natürlich auch die Rheinpfalz informiert, nachgefragt, könnt ihr uns behilflich sein? Wir suchen Zeitzeugen für diesen Absturz. Kann uns jemand helfen? Und man war natürlich da sofort Feuer und Flamme und sagte, ey, vielleicht kann man ja mit Hilfe der Medien, der Presse hier versuchen, dass die Arbeitsgruppe Vermisstenforschung den Peter Menges zu unterstützen und gleichzeitig auch noch etwas für die Rheinpfalz selbst als Werbung zu tun. Wir machen eine Serie darüber und berichten über die Suche nach den Überresten der Lancaster ED-427 und auch der weiteren Besatzungsmitglieder. Das sind Zeitungsartikel, an die sich vielleicht der ein oder andere von Ihnen auch noch erinnert. Begann im Jahr 2010 die Berichterstattung, die zog sich dann auch über mehrere Monate hinweg. Immer wieder wurden praktisch neue Berichte veröffentlicht. Den jeweiligen Stand unserer Nachforschungen hat man hier mitgeteilt. Und unter dieser Serie Feuer und Flamme in Kanada, wo unsere Nachforschungen nach Kanada gingen, es haben sich dann auch Zeitzeugen gemeldet, die Teile von der Lancaster ED-427 zu Hause hatten, aufgehoben hatten, gefunden hatten. Unter anderem auch ein Rad, das Spornrad, wurde als Schubkarrenrad benutzt. Ja, und auch weitere Teile, die dann nach und nach aufgetaucht sind, beziehungsweise wir davon Kenntnis erhielten. Wir sind dann mittels eines Metalldetektors und Termine von Zeitzeugen, ist auch der Peter Menges mit dabei, sind wir dann vor Ort gegangen an die mutmaßliche Absturzstelle und dort habe ich also im Erdreich einen sehr großen Ausschlag festgestellt, eine Eisen- und Stahlkonzentration, was man also mit der Suchsonde hier feststellen kann und das war für uns natürlich auch wieder ein Indiz dafür, dass sich hier noch Teile im Erdreich befinden könnten. Das ist auch noch einmal ein Teil. Und hier hieß es unter anderem von Zeitzeugen, dass das Flugzeug damals senkrecht in die Erde gestürzt war. Unsere Recherchen haben gegeben, dass die Maschine also mehr im schrägen Winkel rein ist und ist dann explodiert. Und dadurch kam es eben zu diesem weiten Streufeld von Trümmerteilen und auch menschlichen Überresten. Die Angehörigen der Besatzungsmitglieder der Lancaster ED-427 haben wir nach und nach ausfindig gemacht. Und hier der Bruder von dem Alexander Bone, der Alf Bone, der war also auch während des Krieges ein Pilot gewesen. Er war auch im Einsatz, er hat den Krieg überlebt und er hat uns einige Bilder von sich geschickt.
Es geht weiter mit der Sue Bennell und auch die Liz Snedker. Die waren, das sind also auch Familienangehörige von Besatzungsmitgliedern. Und auch hier in der Mitte, das ist die Schwester von dem White gewesen. Sie ist vor einigen Jahren verstorben, aber sie konnte die Bestattung ihres Bruders noch miterleben in Dürnbach am Tegernsee. Martina war auch mit dabei gewesen, als wir die Besatzung zu Grabe trugen. Und sie war damals auch mit dabei und sie hat damals im Rollstuhl, glaube ich, gesessen, die Frau. Und jede dieser Familienangehörigen hat auch den Union Jack, also eine Flagge, bekommen. Als Zeichen der Trauer hat die Familie nach Hause gegangen. Dann ging es weiter, die ersten Untersuchungen, Funde an der Absturzstelle. Die ersten Funde, die gemacht wurden, waren Trümmerteile, waren Aluminium-, Plexiglasteile, Teile von der Tragfläche, Teile vom Rumpf. Diese Teile wurden beim Umflügen immer wieder nach oben befördert, die lagen also mehr oder weniger oben auf. Also auch Indiz dafür, dass sich hier noch Flugzeugteile in der Erde befinden. Unter anderem sehen Sie auch noch hier einen Knopf, der oben, diesen runden Knopf, der stammte aus der Unterwäsche von einem der Besatzungsmitglieder. War teilweise auch noch Aluminium dabei mit Farbe darauf. Diese grüne und braune Farbe, die Sie also auch hier auf dem Modell sehen. So, es ging dann weiter. Am 4. September 2010 die Absturzstelle, die mutmaßliche hier in diesem Eck, in dem Feld in Laumersheim. Der Besitzer des Obstgrundstückes dahinter hatte also auch bei Grabungsarbeiten immer wieder Werkzeug gefunden aus der Werkzeugkiste des Flugzeuges. Das sind einige Funde, die dann auch auf dem Erdreich obendrauf gelegen haben. Alles Teile, hier ein Typenschild, das wir dann auch zuordnen konnten zu einem der Instrumente bzw. ein Elektromotor. Hier auch noch ein zweites Teil. Und hier sehen Sie, überall stehen diese Nummern drauf. Und diese Nummern sind für uns praktisch ganz, ganz wichtig, um ein Flugzeug zu identifizieren. Wir haben also für alle gängigen Flugzeugtypen des Zweiten Weltkrieges Kataloge, Ersatzteilkataloge, wie beim Auto auch. Wenn man dann irgendwie eine Nummer hat und dann schaut man nach und kann genau feststellen, wo im Flugzeug diese Teile hingehörten. Und so haben wir das also auch mit diesen Teilen gemacht, die wir hier gefunden haben. Rainer, bitte weiter. So, das war praktisch das erste Untersuchungsteam gewesen. Dann kamen dann immer mehr Personen dann noch dazu. Der Kampfmittelräumdienst, den hatten wir auch informiert gehabt, nachdem wir auch die ersten Munitionsteile gefunden hatten. Und der Kampfmittelräumdienst, die kamen mit einem Bodenradargerät, sind die über die Absturzstelle gefahren und haben diese Aufnahme getätigt, eine sogenannte, wie eine Wärmebildkamera. Man hat also hier sehr schön gesehen, dass sich im Erdreich Anomalien befinden, das heißt also hier Eisen und Stahl. Und wenn man sich das Ganze anschaut, Michael, jetzt hätte ich gerne den Stock gebrauche. Wenn man diese roten Teile sich nimmt, und zwar diese drei Teile, die so schräg verlaufen, das ist der Rumpf des Flugzeuges, der Lancaster ED-427. Der linke Teil, das ist der hintere Teil des Flugzeuges, in der Mitte der Mittelteil, wo sich die Bomben befunden haben, und der vordere Teil, das ist das Cockpit, wo wir dann auch die fünf vermissten Besatzungsmitglieder vermuteten. Rechts und links, aus Versehen drauf gekommen, rechts und links sehen Sie also praktisch Teile, Fragmente der Tragflächen mit Resten von Motoren. Das dunkle Tiefrote sind also Motoren und ganz unten an der Ecke, das ist auch die Ecke in dem Feld gewesen, wo wir vorhin gesehen haben, dort fanden wir auch einen Großteil von einem Flugzeugmotor. Und das, wie gesagt, ist eben dieses tief dunkelblaue, fast schwarze, wo praktisch dann die Radarstrahlen dort draufgefallen sind und das Ganze eben in dieser Form wiedergeben. Das, wie gesagt, war für uns der letzte Indiz dafür, dass sich also noch große Teile von dem Flugzeug in der Erde befanden und auch dafür, dass die damaligen Aussagen von dem Peter Menges sich bewahrheiten sollten, dass wir praktisch auf die sterblichen Überreste der Besatzungsmitglieder stoßen. Das Ganze fand dann statt im Jahr 2012 und hier waren auch maßgeblich beteiligt Rainer Diehl mit seinen Kameraden von der Reservistenkameradschaft in Frankenthal. Die haben das Ganze also super toll organisiert. Die haben sogar, da ist der Leo in der Mitte und die anderen beiden Strahlemänner, die haben da also ein Zelt aufgebaut. Links ist der Oberst
Kambodscha, der bei dir in dem Mund am See war. Richtig, genau. Der war also dann auch am Tegernsee dabei, der hat mit seiner Frau Urlaub dort gemacht und er war bei der Beerdigung auch dabei. Er ist der Mann in der Uniform. Wie gesagt, der Rainer Diehl mit seinen Kollegen, die haben dann auch die Nacht vor der Bergung, haben die dann die Abstürzstelle bewacht, dass dort also niemand... Und danach auch. Genau, dass also keine Schaulustigen jetzt irgendwie kommen, irgendwelche Grabungen vornehmen, irgendwelche wichtigen Indizien und so weiter zerstören bzw. dann auch mitnehmen. Das hier war der Morgen der Bergung im Jahr 2012. Die genaue Abstürzstelle wurde vorher lokalisiert. Dann ging es weiter. Mach einfach mal weiter. Ja. So, dann hat uns hier, wie hieß der Mann nochmal, der den Bagger zur Verfügung gestellt hat? Weiß ich nicht. War eine Gartenbaufirma? Den Namen habe ich jetzt leider nicht. Er hat uns dann den Bagger unentgeltlich auch zur Verfügung gestellt. Und man hat also begonnen, zuerst das obere Erdreich, die Erdschicht abzutragen. Güntra. Herr Güntra, richtig, genau. Super. Ey, Michael. Bob. Fast wie Wikipedia. So, okay. Dann, wie gesagt, die obere Schicht des Erdreiches wurde abgetragen. Die wurde ja nach dem Krieg wieder aufgetragen, damit man das Feld bepflanzen konnte. Und dann ging es weiter. Wir haben dann festgestellt, dass sich in der weiteren Tiefe sehr viel Bauschutt befindet. Das heißt also Backsteine, Reste von Backsteinen und auch waren, glaube ich, noch altes Bett, war Bettgestell, ja, Eisen und Schutthöpfe oder Fliesen und alles Mögliche war da rein. Schutt. Genau, und das war natürlich dann auch immer so willkommen für die Bevölkerung. Ach, da ist ein Loch, das machen wir zu. Und damit das Loch zu ist und war dann okay. Aber dadurch, wie gesagt, konnte natürlich dann auch für uns dann später die sterblichen Überreste gerettet werden. Es war dann also niemand da, der die Stelle ausgeräumt hat und die Toten dann beseitigt hat. So, die ersten Fundstücke, die wir gemacht haben, waren dann unter dieser Schutzschicht, die wir abgetragen haben, Flugzeugteile. Und nach den Flugzeugteilen kamen dann also auch schon die ersten sterblichen Überreste, Knochenfragmente von der Besatzung, einige Uniformknöpfe kamen, verbrannte Fallschirmreste, auch Uniformteile. Und wie gesagt, für uns ein Indiz dafür, dass wir also hier genau an der richtigen Stelle gegraben haben. Das sind dann, wie gesagt, wird im Lauf der Bergung, das Loch wird immer größer, immer tiefer. Die Zuschauer werden immer mehr. Es wurde also stündlich auch in den Medien berichtet, im Radio immer wieder. Und das war natürlich dann auch, wie gesagt, eine regelrechte Völkerwanderung. Jeder war interessiert, was kommt aus der Erde raus, was findet man. Wie gesagt, hier ist also Fallschirmreste, die er da in der Hand hält. Es werden Teile untersucht. Man hat natürlich auch Munition gefunden. Der Marcel hat auch jede Menge Munition dann noch gefunden. Gottmunition, es ging dann weiter. Einfach mal weitermachen. Das hier war ein Teil vom Reifen von dem Flugzeug. Ein Teil haben wir noch vom Reifen. Ist noch da. Bei mir in der Vitrine von. Ist dabei, genau. Also ein Originalteil, das damals zutage gefördert wurde. Hier sind, wie gesagt, immer mehr diese Gummiteile von der Bereifung kamen und auch Blechteile, Aluminiumteile, Plexiglas. Hier hat auch der Leo einige Teile, die er in der Hand hat. Das sind auch einige Uniformen, Lederfetzen. Dazwischen immer wieder auch größere Teile wie Motorträgerteile, Teile vom Cockpit. Und auch hier, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, dieses weiße Pulver oder dieses weiße, das ist also oxidiertes Aluminium, das sich nach 70 Jahren im Erdreich mit der Feuchtigkeit, mit den Mineralien und so weiter zersetzt und höchst krebserregend ist. Deswegen muss es aus der Erde raus. Hier sehen Sie auch noch einmal die Schicht, der Bauschutt, diese ganzen Steine, alles, was man damals gefunden hatte, wurde benutzt, um praktisch das Loch wieder zu verschließen. Das sind auch nochmal einige Bergungsfotos dazwischen. Die Siebe wurde also mehr oder weniger auch alles aus der Erde rausgesiebt. Der Mann, der da links sitzt, das ist der Marek, der sollte eigentlich heute auch da sein. Der liegt im Krankenhaus mit einer Lungenentzündung. Also der ist dann auch für heute entschuldigt. Wir wünschen ihm von hier aus gute Besserung. Und hier wuseln dazwischen die Reservisten der Bundeswehr. Die Karin ist auch dabei. Das ist die Frau in der Mitte, die hockt dann hier in der Ecke heute. Gell, Karin? Nicht weggucken. Das war eine tolle Arbeit damals. Genau, das ist der Marcel in der Mitte. Er sitzt also nebendran. Und hier werden immer wieder Teile begutachtet. Man geht also auch dann, wie gesagt, immer tiefer dann auch in die Erde rein. Immer mehr sterbliche Überreste.
Der kleine Sarg füllt sich immer mehr. Das ist der Frank, der sich da auch aktiv beteiligt an der Bergung. Hier werden dann die sterblichen Überreste ans Erdrad, also praktisch nach oben geholt. Und Sie sehen, das Loch ist also immer mehr von Zuschauern umringt. Hier werden kleinste Knochenfragmente aus der Erde geholt, um festzustellen, welche Knochen sind es, um welche Knochen handelt es sich. Ja, ob jetzt vom Körper, von den Armen, von den Beinen, Fingerknochen und so weiter, jeder kleinste Knochen. Es wird noch einmal besucht, aha, noch ein weiterer Ausschlag wurde gefunden. Es ging dann weiter, das Loch, wie gesagt, wurde größer und größer, immer mehr zu dem Feldweg in die Ecke gehend. Und dort stieß man dann auch praktisch auf die Überreste eines der Flugzeugmotoren, was wir vorhin als dunkelroten Punkt gesehen haben. Sehen wir hier rechts unten in der Ecke einen Teil von der Zylinderbank des Motores, oben auch noch einige Teile. Und der Mann rechts oben in der Ecke, das ist der junge Mann, der hier hockt. Ja, also sie sind fast alle wieder vereint heute, finde ich ganz, ganz toll. So, dann hat irgendjemand mitgebracht gehabt, ein kleines Kreuz mit den Namen der Besatzungsmitglieder. Die haben wir dann zum Gedenken angebracht im Lauf der Bergung. Das sind auch mal die Jungs vom Team, die dann auch den ganzen Tag über tatkräftig mitgewirkt haben an der Bergung. Und hier ist dann praktisch mehr oder weniger das Ende der Bergung angekommen. Wir haben die sterblichen Überreste, die wir finden konnten, alle in diesen kleinen Sarg, wenn man sich überlegt, von 5 Besatzungsmitgliedern, alles passt in diese kleine Kiste rein. Sie können sich vorstellen, mit welch einer Geschwindigkeit, mit welch einem Feuer, mit welcher Explosion dieses Flugzeug in die Erde rein ist und explodiert ist, dass sowas von 5 Menschen noch übrig bleibt. Allesamt, wie gesagt, Knochenmaterial. Links die Reservisten der Bundeswehr, hier auch nochmal ein Teil des Bergungsteams nach der Bergung. Weiter. So, dann ging es natürlich los. Es wurde zuerst in den deutschen Medien berichtet und dann ging die Sache über den Kanal. Es hat England erreicht. Es wurde also in jeder großen englischen Tageszeitung darüber berichtet. Laumersheim war in der ganzen Welt gewesen. In Australien, in Neuseeland, in Kanada, überall wurde berichtet, ein verlorenes Flugzeug der Royal Air Force, die Crew, wurde gefunden durch Deutsche. Das war eine sehr, sehr ungewöhnliche Situation, weil normalerweise die Engländer haben es nicht verstanden, warum wir als Deutsche uns hier um die Schicksale von vermissten Engländern kümmern. Habe ich vorher schon mal angedeutet, ganz kurz. Wir machen keinen Unterschied zwischen den Nationalitäten. So, links sehen Sie einen Zeitungsartikel, Ghosts Laid to Rest. Das heißt also, die Geister wurden zur Ruhe gebettet, die 5 Besatzungsmitglieder. Und dieser Artikel stammt aus der Times. Das ist also die Zeitung, die Queen jeden Morgen aufschlägt, wenn sie die liest. Und sie hat dann also auch den Bericht über Laumersheim und die Bergung auch gelesen. Sie hat sich dann später noch einmal bei uns gemeldet und in welcher Form, das kommt dann gleich. Hier waren dann auch in verschiedenen Magazinen in Deutschland, wurde auch über die Bergung berichtet. Es war also ein sehr, sehr aufsehenerregendes Ereignis. Machen wir weiter. Fliegerschicksale nach fast 40 Jahren geklärt. Wie gesagt, fast in jeder großen Zeitung berichtet. Am 17. April, dem Jahrestag 2013, 70 Jahre später, kam es zu einer Gedenkzeremonie. Ein Gesandter der Familie kam an die Stelle, hat dort auch einen Kranz niedergelegt, rechts der Peter Menges, links der Rainer Diel dann auch, an der Absturzstelle. Einfach mal weitermachen, Rainer. Ja. Hier auch die Reservisten haben dann das Kreuzel erneuert an einem Pfahl zum Gedenken an die Besatzungsmitglieder. Hier der Paul Keely, das war sein Name, er hat also auch einen Kranz gebracht, er hat ein Gebet gesprochen. An der Absturzstelle hier war unter anderem auch die amerikanische Zeitung nochmal dabei, die auch weltweit dann berichtet hat über dieses Ereignis. Hier hat Paul Keely dann auch noch einige Trümmerteilchen gefunden, die er mitgenommen hat. Paul Keely war ein sehr, sehr guter Freund von dem Alf Bone, der Bruder vom Alexander Bone, und er hat ihm diese Teile mitgenommen nach England. Und diese Teile von der Maschine von Laumersheim sind also bei Alf Bone mit im Grab. Die hat er mit in sein Grab genommen, die liegen bei ihm heute im Sarg. So, hier auch noch einmal die kleinen Gedenkkreuze mit den sogenannten Poppies. Das sind also diese Mohnblüten.
wo die Engländer praktisch ihre Toten gedenken. Der Ursprung dieser sogenannten Poppies, der beruht auf dem Ersten Weltkrieg, und zwar auf den Feldern von Flandern im Ersten Weltkrieg, als es zu diesen Schlachten kam. Das waren diese berühmten Mohnfelder, und zu dem Gedenken an die britischen oder Soldaten des Commonwealths, die gestorben sind, hat man diese Mohnblüten dazu auserkoren. Und jedes Jahr zum Heldengedenktag fliegen also hier Flugzeuge über London und werfen Tonnen dieser Poppies ab zur Erinnerung an die toten, gefallenen britischen Soldaten. Das ist so ähnlich wie bei uns der Volkstrauertag, nur er wird natürlich ganz, ganz anders gefeiert. So, das ist auch nochmal das letzte Bild von Paul Keely an der Absturzstelle. Sie sehen also auch hier im Hintergrund auf diesem Gelände, wo die Überreste der Maschine geborgen wurden und auch der Toten. Dort steht er und gedenkt noch einmal an die getöteten Besatzungsmitglieder. So, hier auch nochmal dann ein Treffen mit Reservisten der Bundeswehr, mit Angehörigen, auch der Besatzung, die dann alle nach und nach kamen. Auch hier Karin und Rainer nochmal dabei, der Marcel auch. So, weiter, meine. Dann wurde auch wieder berichtet in der Rheinpfalz darüber, auch über persönliche Botschaften. Mohnblumen für die jung verstorbenen Väter und Brüder wurden niedergelegt. Am 17. April 2013 kam es zu einer Ausstellung in der Pfalzbibliothek in Kaiserslautern, auch zum Thema Flugzeugabsturz Laumersheim. Bei dieser Gelegenheit kam der Paul Keely schon wieder, dem scheint es also in Deutschland gefallen zu haben. Ich denke auch wegen dem guten Bier, das es hier gibt, und dem Wein hier aus der Gegend. Und er hat dann als Andenken für Alf Bone auch eine Sauerstoffflasche aus dem Flugzeug mitgenommen. Als Andenken, Sie sehen es hier auch auf dem Zeitungsartikel aus der Rheinpfalz aus dem Jahr 2013. So, dann ging es weiter. Am 27. August 2013 kam ein gewisser Dom Howard vorbei von der Einheit, wo das Flugzeug damals angehört hatte. Auch er ließ es sich nicht nehmen, eine Gedenkplakette an die Absturzstelle zu nageln. Er hat auch einen Kranz mitgebracht, der 49. Squadron, wo also dieses Flugzeug angehört hat. Und auch hier sehen Sie immer wieder die Angehörigen der Reservisten, der Rainer und auch der Leo dabei gewesen. Dann sieht man also auch, wie sehr hier die Reservistenkameradschaft in diese Bergung und auch in das Schicksal der vermissten Besatzungsmitglieder eingebunden ist. Auch hier noch einige Erinnerungsfotos an der Stelle. Diese Bilder hat noch niemand gesehen. Sie sind heute die Ersten, die diese Bilder sehen. So, dann kam ein Brief von Catherine Cook. Das ist die Angehörige von Rooney, von dem Besatzungsmitglied. Sie hat die Queen angeschrieben und hat sie praktisch auch darüber informiert. Und somit wusste also auch Queen Elizabeth Bescheid über die Bergung in Laumersheim, wer die Bergung durchgeführt hatte. Im 2014, im Juli, kam dann die Familie von Alexander Bone zu Besuch, auch an die Absturzstelle, auch hier wieder ein Treffen in Laumersheim. Mittlerweile war das schon wie so, ja, familiär, man trifft sich immer wieder und es entstehen hier Freundschaften. Und das ist eigentlich auch eine ganz, ganz tolle Sache für die deutsch-britische Völkerverständigung. Auch hier der Peter nochmal, der Ludwig Faust aus Bad Dürkheim mit dabei. Auch hier immer wieder niederlegen, gedenken an der Absturzstelle für die Toten. Weiter. Auch hier noch die letzten Erinnerungsbilder. Also diese Erinnerungsbilder, die wurden immer wieder gerne gemacht. Auch hier sehen Sie die Bilder mit den Trümmerteilen von der Lancaster ED-427. Teile vom Motorbereich, von der Propellernarbe und der Teil vom Motorblock. Dann gab es hier auch eine Feier rechts unten, der Michael, ja, auch schon zu fortgeschrittener Stunde. Ja, man hätte nur die Brille geschlagen, sondern die Augen noch ein bisschen glasig gewesen. Ja, aber es war wirklich eine ganz, ganz tolle Veranstaltung auch. Gell? War wirklich, und da hat man also gesehen, deutsch-englische Freundschaft. Ja, das Bild immer am besten, da gehen wir mal weiter. So, im Jahr 2014 wurde dann nochmals berichtet, auch darum, wann werden die sterblichen Überreste der britischen Besatzungsmitglieder, die man 2012 geborgen hatte, denn endlich beerdigt. Ja, sie befanden sich immer noch im Besitz der britischen Streitkräfte, aber niemand war sich so richtig einig, was passiert mit diesen Gräbern, mit den Toten, beziehungsweise wer übernimmt die Kosten, wer organisiert das Ganze und so weiter und so fort. Und
2015 kam der nächste Familienangehörige auch wieder an die Abstürzstelle. Sie sehen, das war ein munteres Kommen und Gehen über die Jahre hin. Hier das Bild, das Sie vorhin schon mal gesehen haben, mit der Schwester von White. Dann kam endlich am 21. Oktober der Termin für die Beisetzung auf dem Soldatenfriedhof in Dürnbach am Tegernsee. Da war auch der Michael dann mit dabei gewesen. Der hat das Ganze dann auch gefilmt. Hier liegen also britische Soldaten, die also auch größtenteils aus Flugzeugbesatzungen stammen, auch die beiden unbekannten britischen Piloten. Es wurde also hier der Beerdigungstermin festgestellt. Und das war dann eine Rede, die Kate Cook geschrieben hat, im Jahr 2015, die wurde dann auch vorgelesen während der Beerdigung. Dann, bevor es zur Beerdigung kam, fand eine Pressekonferenz am Schliersee statt. Zu dieser Pressekonferenz wurden eingeladen die Angehörigen, aber nicht die Arbeitsgruppe Vermisstenforschung. Man hat uns schlichtweg ausgeladen, wir waren unerwünscht. Ich nehme an, wahrscheinlich mit dem Hintergrund, dass wir eine Geschichte aufgedeckt haben, die den Engländern nicht so ganz recht war. Ja. Dass wir feststellen konnten, die sind also nicht über der Nordsee vermisst, sondern die liegen in Laumersheim in der Erde. Da hat man sich so ein bisschen auf den Schlips getreten gefühlt. Deswegen gab es dann noch einige Beschwerden. Und der Mr. Ryder, das ist der höchste britische Militär, der hat dann während dieser Pressekonferenz zwar die Vermisstenforscher gelobt. Er sagte, es ist eine tolle Sache, was die Jungs gemacht haben. Aber einladen tun wir sie trotzdem nicht. So, diese Einladung ist mehr oder weniger auf Wunsch der Angehörigen erfolgt, die dann gesagt haben, ohne den Uwe Benkel und auch Angehörige der Arbeitsgruppe Vermisstenforschung werden die Toten nicht beerdigen. Es ist unser ausdrücklicher Wunsch, dass wir bei der Beerdigung dabei sind. Und deswegen bin dann ich mit meiner Frau zusammen runtergefahren. Wir waren hier am Tegernsee. Wir haben dann auch noch unsere Hunde mitgenommen gehabt und haben dann einige Tage am Tegernsee verbracht. Bis zum 21. Oktober 2015, das war der Tag der Beisetzung der Toten. Die Tegernseer Stimme hat hier einen Artikel darüber geschrieben, die Krieger finden endlich Ruhe. Das ist ein sehr schöner Titel, vielleicht auch für ein Buch, das ich vorhabe, über diese Geschichte zu schreiben. Dann ein weiterer Artikel, der mit der Zeit kämpft. Auch hier praktisch Kampf gegen die Zeit. Zeitzeugen werden immer älter. Irgendwann leben sie nicht mehr. Das war dann praktisch vor der Beisetzungsfeierlichkeit gab es ein Treffen mit Angehörigen. All das Ganze auch nah zu sehen in den Filmen vom SWR, der dabei war, das Fernsehen. Wir haben mehrere Dokumentationen gedreht. Das Bild hatten wir schon einmal. Mach eins weiter. So, es wurde auch hier wieder in den Medien berichtet und ganz witzig war, dass die Bild-Zeitung in München groß darüber berichtet hat. Hier wird die englische Flugzeugbesatzung bestattet. So, und zwar wird berichtet 72 Jahre nach dem Tod in Bayern. Ja, das ist also wieder so ein Ding, wo man sagen kann, okay, Bayern war ja mal, oder die Pfalz war mal bayerisch, aber es ist es jetzt nicht mehr. Wo hat dieser Schreiber von der Bild-Zeitung diese Information her? Na gut, auf jeden Fall. Bis 45 war es ja bayerisch. Bis 1945 war die Pfalz bayerisch. War es bayerisch, ne? Aber als wir gefahren haben, war die Pfalz pfälzisch. Wir haben uns auch unsere Meinung, Bild ist egal. Uns ging es ja nicht um diese Schlagzeile hier, sondern uns ging es ja letztendlich darum, dass die Toten wirklich bestattet werden und das ist dann auch geschehen. Hier sehen wir 2, 4, 5, 6, 7 Mann. Diese 7 Mann gehören zur persönlichen Leibgarde von Queen Elizabeth. Und die hat uns diese Männer rübergeschickt nach Mund an den Tegernsee und hat sie dafür verantwortlich gemacht, dass die sterblichen Überreste einer würdigen Bestattung zugeführt werden. Sie sehen hier die Kirche St. Egidius in Mund am Tegernsee. Es war ein sehr, sehr bewegendes Ereignis, als der Sarg mit den sterblichen Überresten der fünf Engländer hereingetragen wurde. Man ging nach der Trauerfeierlichkeit dann auf den Soldatenfriedhof und hier haben die Überreste der 5 Besatzungsmitglieder, unter anderem auch der Alexander Bowen, ihre letzte Reise angetreten. Sie sehen also hier, die Jungs tragen den Sarg mit dem Union Jack. Sie sehen oben diese 3 Zippel, die da rausgucken. Das sind also nicht die Mütze der Schlümpfe, das sind die
die Flaggen, die die Familien dann später bekommen haben, die Familien, die anwesend waren, die Familien, die nicht anwesend waren, haben ihre Flaggen zu Hause überreicht bekommen. Ganz links unten sehen wir auch nochmal den Thomas Butcher, der also auch mit seiner Frau am Tegernsee Urlaub gemacht hat. Er hat dann in Uniform auch teilgenommen an der Beisetzungsfeierlichkeit für die Toten. Der Michael war auch dabei, der hat das Ganze auch dokumentiert, ganz toll. Und heute haben die 7 Besatzungsmitglieder, also die 5, die wir geborgen haben, plus die 2 Unbekannten, hier Grabsteine, die eigentlich dorthin gehören, mit ihren Namen darauf. Und wir konnten also dadurch praktisch ja, das Schicksal der kompletten Besatzung aufklären. Es kam noch ein hochdekorierter ehemaliger Veteran dazu. Hier nochmal der Thomas Butcher von der Reservistenkameradschaft, nur zurück, eine. Und auch der Mr. Ryder, der höchste englische Militär. Sie sehen also hier, der läuft ganz schief, weil er auf der einen Seite viele Medaillen hat, die so ein bisschen runterziehen. Aber er lacht so ein bisschen gequält auch, weil er genau weiß, aha, das war nicht die Sache der Engländer, sondern da waren die Deutschen dafür verantwortlich. Aber er hat dann, wie gesagt, mitgespielt bei der Sache und war also eine sehr, sehr würdige Bestattung. Die nächsten Bilder, die wir dann sehen, von der Bestattung auch. In der Mitte oben übergibt also der britische Militärgeistliche eine Flagge an die Schwester von White, die im Rollstuhl sitzt. Links unten und in der Mitte sehen Sie also auch weitere Familienangehörige, die in großer Anzahl auch anwesend waren, die sich dann auch vor den Grabsteinen fotografieren ließen. Es wurden Blumen niedergelegt und hier sehen Sie auch noch einmal die 3 zusammengesetzten Grabsteine mit den Kränzen zum Gedenken auch von den, die Reservistenkameradschaft hat sich daran auch beteiligt und auch die Arbeitsgruppe Vermisstenforschung und hat man auch Forschung damals mit V geschrieben, aber das war auch so ein Ding. So, das war dann praktisch Lest Me Forget, lasst uns sie nicht vergessen, zur Erinnerung an die Besatzung der Lancaster ED-427. Wenn man jetzt gedacht hätte, die Geschichte wäre zu Ende, noch nicht ganz. Rainer, mach weiter. Auch hier wurde wieder berichtet in England über die Beisetzung der sterblichen Überreste. Auch die Rheinpfalz hat noch einen Artikel darüber geschrieben, berichtet wurde auch in der Rheinpfalz darüber. Auch hier, auch nochmal in England. Dieser Mann hier, der hat also auch dann im Oktober, es war ziemlich kalt, der hatte einen Schottenrock an und der hat wahrscheinlich so ein bisschen drunter gefroren, weil er hatte keine Strumpfhosen oder sonst irgendwas an, sondern nur seine Strümpfe. Aber er hat das Ganze tapfer durchgehalten. Respekt. So, dann ging es weiter. Was geschieht mit den sterblichen Überresten? Die waren beerdigt. Was geschieht mit den Teilen, den Flugzeugtrümmern? Man ist dann an uns herangetreten mit dem Wunsch von der 49. britischen Schwadron. Man hätte gerne diese Teile nach England, um sie im Flugzeugmuseum in Fiskerton, wo die Maschine damals gestartet war, 1943, und man hat hier den Herrn Heiduk eingeschaltet, das ist der Verbindungsoffizier der britischen Streitkräfte hier in Deutschland. Er hat mich dann angeschrieben und hat dann so leise nachgefragt, könnten wir, die Engländer, die Teile wieder zurückhaben? Und ich habe dann nach einigen Überlegen, habe ich mich dann dazu entschlossen, geben wir den Engländern ihren Schrott wieder zurück. Wir können eh nicht so viel damit anfangen. Wir haben noch einige Dankschreiben dafür bekommen, für unsere Entscheidung. Und ich denke, Rainer, heute gesehen, war das eine gute Entscheidung. War die beste. Ne, die beste eigentlich, weil was sollen wir mit den Schrottteilen machen? Ein paar haben wir aber alle. Genau. Die nehmen wir dann für Ausstellungen und den Rest, der wird dann restauriert. Die kleinen Sachen haben wir noch, die großen abgegeben. Richtig, genau. Ne? Und dann haben wir noch etwas getan. Dafür bekamen wir dann, der Peter Menges und auch ich und auch der Rainer auch, glaube ich, gell? Ich habe von Peter eins bekommen. Von Peter angekommen, genau. Kamen dann als kleines Dankeschön von den Familien so Krüge, die wir bekommen haben, also, ja, von der White-Familie zum Beispiel. Einige Familien haben sich nicht mehr gemeldet, andere wiederum stehen wir laufend in Kontakt. Der Peter hat mir geschrieben, unter anderem die Hazel Snedker hat sich vor kurzem mit ihm auch in Verbindung gesetzt, hat nochmal gedankt. So, dann kommen wir schon fast zum Ende, und zwar hier am 8. Juni, 73 Jahre nach dem Start in Fiskerton in England. ED-427 ist coming home, übersetzt heißt es, ED-427 kommt oder kehrt nach Hause zurück.
Das war eine Mitteilung, die wir aus England bekommen haben. Das Ganze wurde dann übersetzt ins Deutsche. Ja, die Lancaster kehrt nach Hause zurück nach der Bergung und so weiter und so fort. Wird sie also als die Überreste als Dauerleihgabe für die Nachwelt erhalten, auf dem, im Museum in Fiskerton auf dem Flugplatz. Diese Trümmerteile wurden dann auch übergeben an der Absturzstelle, hier der Mr. Heiduk, der Verbindungsoffizier. Es wurde ein offizieller Vertrag unterschrieben, ein Dauerleihvertrag, eine Übergabeurkunde, die also sowohl von mir als auch von Herrn Heiduk unterschrieben wurde. Die Trümmerteile, Sie sehen oben die Motorenteile, alles was da noch so übrig war, wurden dann auf einen Hänger verladen. Unten sehen Sie noch einen Teil von einem, die Weißzange aus der Werkzeugkiste, die Bordachse des Flugzeuges, noch ein Schraubenzieherfragment, das auch noch mit dabei war. Diese Teile gingen dann alle zurück nach England. Das Ganze, wie gesagt, wurde auch in der Rheinpfalz darüber berichtet. So, dann hat man sich natürlich riesig gefreut in England, als die Teile dort angekommen sind. Es hatte sich ein Kreis geschlossen von 1943 bis zum Tag, wo die Überreste der Maschine dort wieder eingetroffen sind. Oben sehen Sie die Gedenkstätte rechts, die Gedenkstätte der 49. Squadron. Links ein Veteran der 49. Squadron, der also hier ganz stolz diese sterblichen bzw. die Überreste des Flugzeuges entgegennimmt. Rechts unten sehen Sie noch einmal das ehemalige Rollfeld, wo die Maschine 1943 gestartet ist. Auf der anderen, nächstes Bild bitte. Hier auch noch einmal die Rollbahn, die ehemalige Rollbahn. Die Teile sind angekommen. Lancaster ED-427 ist wieder in England gelandet. Man hat dem Ganzen so einen hohen Stellenwert beigemessen. Man hat auch einen Pfarrer gerufen, der diese Teile wieder gesegnet hat. Da sieht man also, wie groß hier doch die Tradition der Engländer ist. So, das nächste Bild, was wir dann haben, war das Schlussbild. Das war auch das Ende. Wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Es sind Überlegungen da, eventuell vielleicht einen Gedenkstein an der Absturzstelle zu errichten. Da müssen wir nochmal gucken, ob der eine oder andere mitspielt. Ich denke mal eher, das wird eine Vision bleiben. Was aber bleiben wird, ist die Erinnerung an die Lancaster ED-427 hier in Laumersheim und auch praktisch, dass Angehörige immer wieder mal an die Absturzstelle kommen, an den Jahrestagen des Absturzes. Und ich denke, das ist eine ganz, ganz tolle Sache auch für Laumersheim, für die Region. Laumersheim, obwohl es ein damals sehr schreckliches Ereignis war, aber es geht uns hier um die Aufarbeitung der Geschichte. Es geht uns also nicht in erster Linie darauf, um Aufrechnung, der hat das gemacht, der hat damals das gemacht, das waren die Guten, das waren die Bösen, darum geht es nicht, sondern es geht uns darum, in die Zukunft zu schauen. Und mein Schlusssatz ist der, wer in der Gegenwart nicht über die Vergangenheit reden kann oder möchte, der hat auch keine Möglichkeit, die Zukunft zu verändern. Und mit diesem Satz möchte ich mich bei Ihnen ganz, ganz herzlich bedanken, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich muss feststellen, Sie haben alle sehr gespannt gelauscht. Ich denke, es war eine sehr interessante Präsentation, die ich Ihnen heute hier vorgetragen habe. Wie gesagt, wir werden Ihnen nachher noch auch ein bisschen Rede und Antwort stehen, der Rainer, auch die Jungs, auch ich. Und wie gesagt, ich wünsche Ihnen noch und Ihren Familien auch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bedanke mich nochmals für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. So, jetzt weiß ich nicht, ob der Herr Hüter eventuell noch ein Schlusswort sprechen möchte. Ja, ich fand das gut und Dankeschön. Was ist das? Das ist mein und das ist... Oh, dann sage ich mal vielen herzlichen Dank. Ganz kurz also bitte. Und zwar diese Ausstellung, also so wie ich jetzt den Überblick habe, die sieht also sehr, sehr gelungen aus. Ich denke, auch Familie Hüter wird dem Ganzen zustimmen. Und wir würden uns also sehr freuen, wenn Sie vielleicht auch mit Bekannten darüber reden. Und vielleicht dann auch sagen, okay, wir werden hier zu den Öffnungszeiten des Museums vielleicht mal hingehen und uns diese sehr interessante Ausstellung auch einmal anschauen. Natürlich, wenn Sie vielleicht auch die jüngere Generation vielleicht ein bisschen mit einbinden könnten, damit Sie sich das Ganze einmal anschauen können, weil es ist ja schließlich auch ein Teil Ihrer Geschichte, beziehungsweise auch der Geschichte
der Vorfahren der jungen Menschen und die jüngere Generation sollte eigentlich aus diesen Ereignissen auch lernen, die Schrecken des Krieges lernen und vor allen Dingen auch dazu beitragen, dass solche Kriege sich nicht mehr wiederholen, zumindest mal nicht auf deutschem Boden. Die heutige Veranstaltung im Heimatmuseum in Heuchelheim war wieder ein sehr großer Erfolg für die Arbeitsgruppe Vermisstenforschung. Wir haben sehr viele neue Hinweise erhalten aus der Bevölkerung, auch eine neue Einladung. Und wir möchten uns natürlich auch bei Brigitte B.'s Küchenkultur aus Grünstadt bedanken für die tolle Unterstützung. Und wir haben auch praktisch darauf hingewiesen, dass man hier bevorzugt sich mit Brigitte B.'s Küchenkultur in Verbindung setzen soll, sofern man sich für eine Küche interessiert. Den weiteren Dank möchte ich weitergeben an Michael Christian von der Filmproduktionsgesellschaft Leininger Land, der wie immer profihaft diese Veranstaltung gefilmt hat. Und ich möchte auch noch eine kleine Grußbotschaft an Herrn Himmelmann von den Archäologen schicken. Herr Himmelmann, ich werde in Kürze mit Ihnen Verbindung aufnehmen und wir setzen uns einmal unter vier Augen zusammen und werden diese ganze Problematik besprechen. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir einen gemeinsamen Weg finden und eine weitere Zusammenarbeit nicht sehr gut bestehen wird. Vielen herzlichen Dank.